Iss was, sonst stirbst Ist da du. noch was Stirb drauf oder ist schon. jetzt alles alle? Es ist eine Menge rohes Fleisch drauf, aber ich warte auch drauf, bis zumindest eins gebraten ist. So, Und okay. ich Eigentlich leg auch könnte. direkt nach. Ja, man könnte vielleicht Keule. einen zweiten Mal. Ja, das war eigentlich vom Vorteil. Spinnfangzähne bräuchten wir noch, oder müssen wir diese riesige Spinne jagen? Oh Gott. So, wie sieht's denn jetzt eigentlich mit Uiuiui. meiner Rüsi aus? Rüstung sieht. Ja, das könnte man reparieren, ne? Ich brauche Seile dazu. Okay. Marienkäferkopf hat der immer noch nicht gedroppt. Wie selten ist denn dieser Kopf, sag mal? Stech mit einem Blutbeutel, was kann man damit eigentlich anfangen? Ich glaube auch Rüstung, ne? Irgendwo Rüstung oder eine Waffe. Glühwürmchen-Kopflampe. Wie kann Boah, ich was verschrotten? die gibt ja richtig viel, Exzellente Frage, Eure Lordschaft. Danke für glaube Ihren gar Beitrag. nicht. So, Glühwürmchen-Kopflampe. Ausrüsten. Oh, ich brauche großes Seil. Ja, da brauchst du Was brauche ich dafür? Pflanzenfasern. Aber habe ich auch keine. Oh, jeder spendet die viel Licht. Achso. Das war eigentlich meine Idee. Eigentlich. Eigentlich ist immer eine Einschränkung. Ein Klugscheißer mag keiner. Ich weiß. Ach, juh. Ich glaube, wir haben da draußen wieder 1000 Ameisen, ne? Nicht schon Ja, wieder. wir sind schlecht gelaunt. Ach ja, ich falle hier bald um. Einfach so, Wegen ne, aus was? Langeweile. Ja, ne. Ne, aus Überzeugung falle ich um. Ja. Muss man auch Aus erstmal hinkriegen. Dann will ja konsequent sein, ne? Pilzbrocken. Ich bin überzeugter Nicht-Veganer. Und trinke Wasser. La, la, la. Habt ihr noch etwas? Weil ich bin auch am verdursten gerade. Na, hier ist ein riesiger Behälter voller Trinken hier. Der ist voll. Ja. Hier ist ein Habe ich Wasserbehälter. extra voll gemacht. Ich habe ihn so voll gemacht, dass ich jetzt gemerkt habe, es gibt kein weiteres Wasser mehr. Alles voll. Oh. Scheiße. Hä? Wo ist die jetzt hin? Ah, da. Na, Ich wollte Scheiße, meine Mann. Wasserflasche voll machen und habe die voll gegen den Behälter gedonnert. Ist genau Das so geil, wenn geht man den auch. Bogen einfach wegwirft, Ja. ne? Gut. So, verbrauchen? Nee. Ja, was Quarrig kann ich mit zum Fliegenpilzbrocken machen? Kann ich das verarbeiten? Keine Ahnung, Essen? ich hab zu Smoothie verarbeitet. Ich frag mich eigentlich, hält der Smoothie besser als diese komischen Bandagen? Ich weiß es gar nicht, ob das überhaupt was macht. Ja, steht dabei, der heilt. Da steht schon Heilung dabei beim Smoothie. Ist okay, verbraten. Aber um wie viel? Keine Ahnung. Also viel halt der Käferverband jetzt auch nicht. Achso, ja, ich muss ja nur in der Nähe stehen, dann wird das hier Und schon. ich weiß auch nie, wie lange dieser Buff anhält, weil es hier irgendwie keine Buffleiste gibt. So, ich heile mich jetzt. Wo sehe ich jetzt? Ja, das haben wir ja schon festgestellt, dass das ein bisschen blöd ist in dem Spiel. Also meine Heilung schleicht ganz langsam nach oben. Ich überlege, ob ich vielleicht über die Smoothies vielleicht nehme zur Heilung. Ach komm schon, man braucht immer so viel Pflanzenfaser, das ist doch Ist doof. bestimmt nicht giftig. Ach nee, ein bisschen als Smoothie verarbeitet kann man den schön schlürfen, die Fliegenpilze, das geht. Nein, dann wird's ausgekocht. Also wir sind auch klein, wir haben ein anderes Immunsystem. Es gibt Na. Leute, die backen die im Ofen, bis die Giftstoffe rausgebraten sind und dann wirst du high von irgendwie. Zumindest. Geil. Ist das eine Gebrauchsanweisung irgendwie? Irgendwie, es gab mal jemanden, der hat echt, das war in irgendeinem MMO, ich weiß nicht, der hat dann wirklich so eine große Gebrauchsanweisung in den Global Chat rein. Boah. Wie man sich Haifliegenpilze macht. Weißt du, ich Alter. frag mich ja immer wieder, wie du wirklich auf solche Ideen kommst. Genauso wie ein Ex-Kollege von mir, der Badesalz geraucht hat. Ich meine, was bringt mich bitte schön auf die Idee, Badesalz zu rauchen? Ja, ich meine, was bringt dich auf die Idee zu sagen, ich hab nichts da. Ach, Badesalz ist noch da. Komm, ich nehm Badesalz. Mal ganz ehrlich, wie bekifft muss man da sein, um auf so eine Idee zu kommen? Zu Nun. wenig. Ja, zu wenig, genau. Viel Du zu bist wenig. einfach.
Du musst einfach nur genug Entzugserscheinungen haben. Das sieht plötzlich alles rauchbar aus. Ja. Wie so eine Downward Spiral dann. Oh, ich sehe nichts mehr. Das ist ähnlich wie diese Asiaten-Memes mit dem Can I eat it? So, hier ist es Can I smoke it, ne? Egal, was du siehst, so, Can I smoke it? Die ersten Pilze, die der Mensch kultiviert hatte, war das ein Pilz, it, von, ne, dem man high wird. Ah ja, das sind nur das Beste. Nur das Beste halt, ne? Die Leute wussten halt, was gut ist damals. Ja. In der Tat. So. Okay, wollen wir uns erstmal pennen legen? Genau, und dann morgen, okay, nicht zu der Dings loslatschen. Ja, ich würde gerne noch mal Oberkörper. Oh, halbe Stunde vor Schlafenszeit ist gerade. Oh, warte mal, kann ich die, sag mal, können wir alles zum Smoothie, kann ich einfach aus drei Steinen einen Smoothie machen? Ich kann aus drei Steinen einen Smoothie machen. Ach so, ja, okay. Klar. Warte mal, kann man dann auch... Dann mache ich mir einen Stein-Smoothie. Ja, warum auch nicht? Weißt du noch, Udwin damals? Das ist Brot, ne? Und dann Chemieunterricht. Ja. Brot kann schimmeln. Was kannst du? Dich zum Lachen bringen. Leider unfreiwillig, aber es hält ja auch. Oder wie wenn jemand sagt, ne, ach, bring mich nicht zum Lachen. Okay, soll ich dich zum Weinen bringen? Was? Nein! Lass mal ordentlich ihn verpassen, den Personen. So, ich heim mich mal mit den Smoothies, mal gucken, ob die was bringen. Achso, ich bin ja schlafen. Hast du jetzt deinen tollen 3-Steine-Smoothie ausprobiert, oder wie? Ja, ich trinke jetzt Steine. Finde ich gut. Liegt vielleicht ein bisschen schwer im Magen, oder so. Nee. Ich glaube, das ist fast wie Rauchen, ne? Da bist du bestimmt stoned. Ja, gestoned. Stoned! Wie war es normal? Kulturelle Unterschiede. Being stoned hier im Westen und being stoned im Mittleren Osten. Also. Oh, ja, das ist böse. So. Erstmal schön was essen. Der schönste Vergleich ist aber ja, regional, ne? Nicht verwechseln, ne? Hackfressen und Hackfressen, ne? Ja, genau. Gehen wir jetzt zum Busch? In den Busch. Ich würde noch ein ganz bisschen mehr Nahrung und Wasser farmen, eben. Ja, genau. Nahrung und Wasser. Ich glaube, die drei Sachen, da bin ich erstmal glücklich. Ein bisschen Pilze vielleicht noch. Heilung. Oh, ich habe schon wieder so einen verpackten Tropfen gefunden. Ja, davon gibt es zu viele hier auf dieser Map. Die gehören verboten. Wie man eine immer andere Map. Diese Bugs. Sie gehört verboten. Ja. Der ist auch wieder verbuggt. Seid ihr schon abgehauen? Noch nicht. Ich bin noch am Wasser. Nee. Ich sammle auch gerade noch meinen Trinkbehälter voll. So. Genau, das mache ich auch gerade. Okay, bin voll. Vielleicht wäre aber so ein Braten auch gut, um generell Proviant mitzunehmen. Ja, genau, Proviant vor allem. Ein, zwei Braten mitzunehmen, ich glaube. Ich nehme Pilze mit, komm, dann nehme ich hier, stecke nochmal Pilze ein, noch ein 5er-Stack und dann... Also Nahrung habe ich definitiv zu wenig. Ich jetzt bin geht's nicht wieder hier. Los. Ich bin nicht hier. Ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht. Perfekt. Also manchmal ist es aber auch schon vermaledeit. Lars, lass mich. Der Chef kommt und du guckst einfach in die Ecke oder so und er spricht dich an. Ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht. Das müsste ich mal meine machen. Oder denkst du wirklich, da ist ein Schlaganfall oder so. Oder wie war das? Du denkst, du hast Probleme? Mein Chef hat rausgefunden jetzt nach Jahren, dass ich gar kein Tourette habe. Das könnte meinem Bruder passieren. Ja. Aber echt ernsthaft. Ja. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, ich bin jetzt auch so weit, dass wir im Grunde los können. Mhm. Ja, die Dinos haben Steine gegessen? Ja. Aber was ich brauche, haben wir, wie heißt das, Saft hier? Im Lager irgendwie, ja, ne?
sich wenigstens noch ein Medikament herstellen kann. Ansonsten gehen wir auf dem Weg mal an so einen von diesen Ästen vorbei, die da viel Saft dran hatten. An diesen Läus. Ich glaube, da kommen wir eh vorbei. Wir kommen an diesem großen Ast vorbei, wo diese ganzen Läuse dran sind. Dort ist jede Menge Saft. Was ist das hier? Bärenbrocken? Was macht ihr Bärenbrocken hier? Die haben wir in Massen gesammelt. Genau, die haben wir gebraucht. Du wirst das gleich sehen, wenn wir dort ankommen, wo es die Bären gibt und wie man die sammelt. Ich muss mal kurz erstmal meine Taschen leer machen, weil die sind hier komplett voll mit irgendwelchen Mist. Wenn es okay ist. Hat jemand Pfeile? Ja. Weil sonst stelle ich mir welche her. Ich hab nur mein Standard-Stack. Warte, ich hab die verloren, ey. Ich hab, glaube ich, die eingesammelt. Ja. Bitteschön, da liegen sie. Niemand, da liegen sie. Ey, du hattest auch einen Stapel runterhauen können, aber ist okay. Was? Nee, alles cool. Okay. Alles weißt gut. Einfach so eine Spur aus Pfeilen ins nächste Spinnennetz reinlegen, ne? Oh, Pfeile, komm, hol dir die Pfeile, los! Wie viel stelle ich her mit dem Pfeilen? 5 Stück? Oder? 18 Stück, das sollte reichen. Ich hätte echt Bock auf den neuen Bogen und die Bienenrüstung. So Fernkampf gebufft wäre bestimmt auch lustig. Er wieder, da will ich hier gleich da maximal equipped, ne? Der Rest, der muss jetzt erstmal warten. Erstmal gehört mir die T-18-Rüstung. Und am Ende kommt dann einfach der Plot-Twist, wie herausgekommen ist, was das Bienensterben verursacht hat, ne? Yoshi hat einfach rausgefunden, dass du mit Bienenrüstung deinen Fernkampf gebufft bekommst. Yay. Stell ich mir so wie so ein alter Erzähler so ein Buch aufschlägt, so sind die Bienen damals gestorben. Nehmt ihr auch was zu trinken mit oder so? Weil ich habe keinen Behälter noch fürs Trinken. Hast du keine haben wir nicht einen hergestellt? Haben wir damals nicht 4 Stück gemacht? Doch, gestern. Letzte Woche. Ja, das kann schon sein. Ja, genau. Ich dachte, wir hätten 4 hergestellt. Hat man keine Identität gehabt? Hey. Ihr habt gesagt, Moment mal, ein viertes für Pelato? Nee, für den nicht. Ja. Nicht dann. Ach, hier ist ja auch ein Lager. Das war ja Maden. Zeug, was man dafür braucht. Ich kann ganz kurz gucken, was für eine Trinkflasche gebraucht wurde. Die Trinkflasche. Okay. Ja, wir haben alles für bloß 2 grobe Seile im Moment. Das sollte eigentlich kein Problem Warte sein. Warte mal, grobe also Seile. Ich habe Seile, ne? Hab ich auch. Hier. Gut, wenn du die hast, dann geh mal zur Werkbank und gib mal Trinkflasche ein. Da müsste die kommen. Die müsstest du hier machen können jetzt. So, hier kann man sogar so suchen. Trink. Genau. Ja, aber wenn du nämlich nur Flasche eingibst, das kann immer gefährlich sein. Was hier war es, glaube ich. Nee, das findet nichts. Trink. Ich drück Enter und da kommt. Am besten ohne Enter. Einfach mal. Ich weiß gar nicht, wo du genau schauen konntest, aber es war unter bei den Werkzeugen was dabei, wo die Hämmer drin sind. Du musst ja Werkzeugslot gehen und dann musst du dort gucken. Bei Rezepten. Okay, hergestellt. Okay. Wie kann ich die befüllen? Ja, nur mit der Benutzen-Taste drauf. Du musst die ausrüsten und dann benutzen machen. Aber ich glaube, es ist noch. Genau. Ich weiß nicht, ob es beide Male noch der Behälter voll ist. Ich glaube schon. Also zweimal auffüllen müsstest du können. Marienkäfer. Trinken kannst du mit der rechten Maustaste dann. Okay, dann können wir los. Oh, was haben wir denn hier? Ja. Diese Richtung wollen wir. Kann ich den schöpfen? Lauf ich in die falsche? Bist du? Warte mal. Ups. Was mit Windfolgen? Falsche Seite. Ich bin jetzt auch nicht gerade optimal losgelaufen. Yoshi ist schon da, kann das sein? Lauf ich richtig? Ich glaube, ich laufe richtig dahin. Und zweimal Saft brauche ich noch unterwegs. Also Saft kriegen wir jetzt genug. Wir schauen bei den Milben vorbei auf dem Weg, bei den roten. So, ja, Saft und Peters. Solange wir nicht an der großen, ganz großen Spinne vorbeikommen. Hier ist Soft gefunden. Alter, ich will nicht wissen. Ich meine, wir sind ja wirklich auf einer Ultra-Mini-Größe geschrumpft. Diese Spinnen, die wir hier begegnen, die so groß wirken, das sind ja auch so einfach nur so Ultra-Mini-Spinnen. Stell dir mal vor, man sieht hier so eine Vogelspinne oder so. Also, das muss einfach so ein ultra-haushoher Boss sein für uns. Das ist richtig. Den könnten wir wahrscheinlich gar nicht besiegen. Ne? Uiuiui. Und doch, ja, mit Rettlenkern. Damit kann man alles schaffen. So, hier ist das ganze Milbennest. Hier müsste eigentlich auch mehr als genug Saft rumhängen. Ja, ich habe 2 Säfte gefunden, aber für später können wir ja alle mal mitnehmen. Man kann immer ein bisschen mehr mitnehmen. Die Spinnen.
Oh Mist, keine Ausdauer mehr, das ist gerade nicht so praktisch. Moment mal. Aber hier wäre eine Dose. Eine Dose mit der Hose. Liebe Spinne, lass mich hier bitte... Wieso ist das unterschiedlich? Was? Voll. Ach, da hinten, guck mal. Da noch. Da hinten ist sogar ein ganz großer Saftcluster. Saftcluster. Ajo. Oh, da ist ein Spielzeugkopf. Oh, hier ist wieder... Was ist denn hier? Das mal irgendwas piept hier schon wieder. Ist hier wieder so ein Chip versteckt? Ja, irgendwo, ne? Hier ist ein Spielzeugkopf, ist das so normal? Das, was man halt so im Garten rumfahren hat, ne? Oh, ich hab meinen Hammer irgendwann weggeschmissen. Sehr schlau. Ja, gut. Da seid ihr. Mhm. Ich glaube, da oben müsste irgendwas sein wahrscheinlich, ne? Ha, Pieks. Edwin ist noch am Grübeln. Will ich diesen Sasch? Oder will ich ihn nicht? Will ich Blut haben? Oder nicht? Ach, das ist der. Ganz bizarr. Alles voller Saft. Okay, und wie sieht's jetzt aus? Weiter geht's? Ja, jetzt kommen wir weiter. Oh, da hinten ist es schon nicht so. Ich seh's. I see it. Rein physikalisch seid ihr nicht lebensfähig, sollte kaum Fallschaden erleiden und bei Wassertropfen fast ertrinken. Und wie überleben die ganzen Kleinkäfer? Aber die bräuchten wir noch. Naja, die haben halt den Zellulaten. Nein, die brauchen wir nicht. Die brauchen wir ganz dringend. Die ist fünfmal so stark wie diese Radnetzspinnen gefühlt. Also soll ich mal kurz anschießen aus Versehen? Nein. Und dann müssen wir ja, den machen? Ja, du kannst ihr mal ganz liebevoll den Rücken kraulen und sagen... Hey, ganz ehrlich, unsere Rüstung hilft uns einen Scheiß, die two-hittet jeden von uns. Das ist nicht lustig. Selbst mit Block. Immerhin nicht one-hit. Ja, two-hit mit Block, wohlgemerkt. Mit ja, so, aktivem Block. Okay. Aber okay. Auch nur, wenn der Block nicht durchgeht, ne? Ich hab angegriffen. Ja, laufen, durchlaufen, 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 rennen! Okay, den habe ich fertig gemacht. Ich würde ja gerne sagen, run, run, bitch, run, aber... Aha, wer hat dann nicht gelootet? Da liegt doch noch eine Beere rum. Ja, wir haben ja, während wir oben waren, ein paar Bären runtergeschossen, Herr Yoshi. Na, 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 oh, das ist klar. Es hat nur eine Person an hier. Helm mit Beleuchtung. Geil. Dun, dun, dun. Achso, ja, das haben wir ja festgestellt. Das gibt's. Ja, jetzt gehen wir mal auf den Baum wieder rauf. Auf dem Weg, wenn wir noch weitere Bären finden, ich weiß nicht, ob die nachwachsen, ich hoffe, können wir trotzdem weiter runterschießen, weil Bärenleder werden wir immer gebrochen können. Ja. Yep. So, wo war jetzt wieder das erste Ding hier? Seine Bärenleder? Da hinten, glaube ich. Bärenleder, ja, genau. Aus diesen Bären kannst du Bärenleder machen und das brauchst du für bessere Rüstungen später. Wie die Marienkäferrüstung. Sollen wir hier speichern oder? Und speichern. Hä? Na, warte, wir müssen noch weiter hoch. Ich hab's, glaube ich, gefunden. Hoch. Müssen wir nicht hier speichern? Wieso? Hä? Nee, du kannst doch da nicht speichern. Ich dachte irgendwie wegen Respawn oder sowas. Nein, geht nicht. Ja, da sind wieder die Minispinnen, ja gut. Respawn kannst du ja nur machen mit Zelt, ne? Oh, so, ich dachte in diesem Forschungszentrum auch. Hier ist es, gefunden. Das wäre schön, wenn das gehen würde. Oh mein Gott, ich wurde verloren. Okay. Weißt du, ich bin bei solchen Spielen ja immer wieder der Beste, wenn es dann darum geht, so Movement zu beweisen. Jetzt was über die Pilze da gehen, ne? Oh, diese Spinne. Ich habe einen Kollegen, der hat richtig Höhenangst. Also wenn ich irgendwas ein Video zeige, wo irgendwie tief runter geht, soll ich es sein lassen. Ja, das geht mir ähnlich. Aber ich habe mich verlassen. Achso, warte mal. Ja, ich habe hab hier wirklich sehr komisch, die Panther. Schwierigkeiten. Ich darf da nicht ganz so. Ansonsten. Ah, das ist kein schönes Gefühl. Ja. Also ich guck zwar gerne mal runter und sag dann so schön, aber ich zuck hier immer wieder zusammen, weil ich echt Schiss habe, dann selber da irgendwie in die Tiefe zu stürzen und irgendwie zu verrennen. Oh. Kleine Spinne. Nicht die Spinne. Oh. Nicht die Spinne. Dann freu dich schon mal, Kabu, auf solche die Spiele dieser Art mit VR.
Ja, das wollte ich das wollte ich nicht sagen. Ja, warte mal, wie heißt dieses Spiel? Train? Was? Das Spiel, Train? Worauf wir scharf sind. Das ist ja mit diesem Zug oder was? Ja, mit diesem Zug. Das mit dem Void Train. Weißt du, jetzt stell dir mal das in VR vor. Mein Gott, ja. Ich würde mir so in die Hose scheißen. Geil, da hätte ich mega Bock drauf. Oh, so durch die Lüfte zu düsen mit dem Zug. Oh, yes. Yes. Könnt ihr alleine machen. Das wäre mega. Also, ohne VR bin ich mit dabei. Mit VR, nein. Aber The Forest, also das neue The Forest, da freue ich mich auch schon drauf. Tatsächlich. Den Nachfolger. Ja. Haben diese Pizza eigentlich mitgegeben? Lass mich da rein! Ich hab den Dings hier aufgemacht. Komm, eigentlich ignorieren die kleinen Spinnen, also nix, da kommt mir diese kleinen Spinnen raus. Josef. Ich hab's geschafft! I'm safe! Okay, und hier müssen wir speichern oder was? Nee. Wir können nicht speichern. Nee. Da ist übrigens noch ein Wassertropfen, wer oben was braucht, ein Tautropfen an der Decke. Ich bin unter 50%. Ja, trink. Und wo denn? Seht ihr denn? Hier in der Decke. Da, in der Decke. Genau das. So. Don't even need to mal gucken, ging's hier hinten weiter? Und was habt ihr hier oben jetzt genau gemacht? Irgendwas aktiviert? Geht noch weiter. Wo ging's weiter? Yoshi, du hast es gefunden. Ja, ich such gerade. Yoshi hat's gefunden. Yoshi hat heimlich gespielt. Ist es das da hinten? Warte. Kann man das Spiel überhaupt allein spielen? Nee, ne? Ja, aber ziemlich nervig. Da hinten sehe ich ein Ding. Ich glaube, da hinten, das ist es. Ziemlich nervig. Also aber das sind halt echt so Spiele, okay. Die sind ja nicht dafür konzipiert, dass du sie allein. Also, ja, weiß nicht. Aber was ist, wenn du keine Freunde hast? Dann. Wie zum Beispiel ich, der mit mir keiner Battlefield 2042 spielen will. Naja, also die Wertung von Battlefield 20 Dingsbums-Teil ist ja wirklich so. Aber die also haben fast einen neuen Rekord. Die haben wirklich diesen das schlechteste Spiel auf Steam. Also mein Glückwunsch, wirklich. Hätte ich nicht gedacht. Also, soweit ich mitbekommen habe, kannst du ja Battlefield in 60 BPS spielen. Bugs per Second, ne? Ja. Au. Das stimmt. Oh Gott. Ich muss auch sagen, wenn die das Spiel dafür gesorgt hätten, ne, dass sie nur die alten Versionen wieder neu rausbringen, ne, da hätten sie auch 80 Euro verlangen können und hätten viel weniger Arbeit machen müssen. Nur ein paar Server klar machen, also überarbeiten und fertig. Achso, hier unten ist es, die Stelle, hier. Aber wie war es mit Shift, ne? Da ist jemand runtergefallen. Ich hatte kein Dings mehr. Ich hab kein. Ich dachte, ich hab so ein. Die ganze Zeit habe ich mitgehabt, so ein. So eine Pusteblume? Ja, Pusteblume. Oh shit. Aber ich möchte mich. Ich sehe gerade, ich hab auch keinen Gleiter mehr. Ich glaube, ich kann da schwer runter. Kommt mal. Kann irgendjemand mal Bellator holen? Ich kann auch nicht so Dach, ne? Oh mein Gott. Pass auf, da ist eine Spinne. Wir müssen ganz schnell weg dann, ne? Ja, vor allem müssen wir den Weg zurück. So, wie weit ist denn eigentlich meiner? Einmal kann ich noch mit meiner Pusteblume. Ich bin unten, ja. Ich bin runter, um zu unterstützen, aber das größte Problem ist, wir müssen mal nach Leitern Ausschau halten. Ich habe nämlich auch keinen mehr. Ich weiß nicht, warum das sich irgendwie verbraucht. Ich habe keine Freunde. Oh nein. So ein Panther habe ich. Panther, du hast doch uns. Hallo. Ich habe keine Freunde. Panther, du hast mich als Freund, aber nur wenn du Battlefield spielst. Aber nur? Nee, also wenn man so ein bisschen Ehrgefühl hat, ne? Smack! Smack! Ein bisschen Ehre, ein bisschen Liebe. Und der Liebe. Was ist das? So, jetzt müssen wir komplett von vorne anfangen, ne? Ja. Yep. Seht ihr der Movement? Gerade. Ach, guck mal an, da unten ist die Batterie. Da ist der Anfang. Anfang gefunden. Ach, das ist ja cool. Das dauert eine halbe Stunde, aber ich habe trotzdem keine Pusteblume, ne? Es gibt bestimmt auch. Also, ich hoffe, es gibt einen Weg, wo man nicht dahin fliegen muss, aber bis jetzt bin ich halt da immer dieses Stück hingeflogen. Guck nochmal. Ich warte erstmal, bis wieder alle da seid. Yes, yes. Was? Du wartest jetzt? Können wir die Bären übrigens noch mitnehmen? Es sind noch 3 Bären. Ich habe auch gerade noch ein paar Bären aufgesammelt, die am Boden lagen. Ich habe ja extra ganz viel abgeschossen auf dem Weg hoch. Smack, smack. Smack!
Aber ich habe ja auf jeden Fall, beim letzten Mal habe ich sehr viele Pusteblumen zwischendrin immer mal wieder bemerkt. Die siehst du natürlich immer nur, wenn du sie nicht brauchst, wenn sobald du sie immer brauchst. Die Frage ist, ob die Respawn, die lagen halt immer oben auf den Zweigen verstreut rum, aber da lag jetzt nichts mehr. Wir haben doch letztes Mal gar keine mitgenommen, oder? Nee, ach, guck mal, unser Zelt gefunden, ist noch hier, da könnte man den Respawn dann setzen, ne? Dann ist halt das Spawn von der Ding weg. So. Skaven, yes. Gott, es ist dunkel. Ich will aus dem Wald hier raus, um Dings einzusammeln. Wald hier aus dem Busch. Ich bin beim Ast, geh. Wie ich will eine Pusteblume einsammeln. Ich glaube, da hinten beim Wasser ist das einer. Nee. Ja, hier müsste irgendwo Pusteblume sein. Die Frage ist jetzt natürlich die. Ist denn hier aus weiter? Ach Gott, dort den Asch dann rauf und dann rüber zu. Ah, ja. Haben wir irgendwelche neuen Skills eigentlich freigeschalten? Nee, schade. Eigentlich könnte ich verlässlichen Freund auch mal skillen, so oft wie ich am Ressen bin. Raucherlunge. Ach nee, Haucherlunge. Raucherlunge. Ach so, ja, warte mal, das wollte ich einfach noch gucken. Schnelligkeit. Ja, Schnelligkeit ist geil. Komm, ich mach das mal weg und mach mal das Ressen rein. Gut. Hm. Wo ist er denn? Da ist er. Habt ihr eine Pusteblume gefunden? Jetzt nicht. Letztes Mal habe ich so viele gesehen, es ist kein einziger mehr zu sehen. Aha. Da liegt ein Spaten. Mutation deaktivieren? Was war denn das da? Oh, hier ist eine Mücke. Was? Ja, der schwebt in der Luft, ne? Ja, die hat sich da an einem Stein festgebackt. Die hier? Ja. Töten? Ah. Können wir eigentlich mitnehmen, ne? Ja, voll. Die bietet sich gerade an. Aber wirklich. Hallo. Ja, da guckst du, ne? Ha. Du hast Rush entdeckt, was ist das da? Brush. Russian. Russian Standoff. Ha, wer ist denn da betäubt? Und bei mir gibt's Pusteblume. Aber wir müssen den erst fällen. Hast du eine Axt dabei? Ja, sowas ähnliches. Okay. Nein. Was ist das? Irgendwas plattert hier mich übelst an. Da hinten. Bist toll, du was, super. Jetzt ist Wasserbelletter. Ja, ich hack das gerade um. Ach, da hinten sind 3 Pusteblumen. 4, 5, ich sehe gerade ganz viele. Ja, das ist alles voll. Alles voll. Okay. Wo ist Uthin? Wo ist Uthin? Hier liegen zwei. Ach Gott, ja, stimmt, da liegen einfach welche rum. Alles klar. Cool. Nice. Okay. Ist da noch eins, Uthin, oder? Ja, das sind noch mehr. Da fällt ein drittes. Wo kommt das dritte jetzt her? Das ist gar nicht mehr. Nee, das habe ich gerade aussehen fallen lassen. Ach so, ich wollte sagen. What? Könnte ein bisschen Deckung geben, da ist eine Fliege. Ahnung, wo ich hinter mir bin. Ich bin eine Fliege. Ach, eine Fliege. Glücke. Also, nee. Gute Nacht, Panda. Hab's immer angepikst. Gute Nacht. Ist nochmal angepikst. Ihr habt da unten voll die Party, während ich hier oben rumlümmle, ne? Also, so haben wir uns natürlich auch die Mücken gefarmt nebenbei, die wir haben wollten. Ja, Smack. Nein. Oh. Jetzt muss ich mal arbeiten, weil ich habe kein Wasser mehr. Ich habe keine Ahnung, was ich da rüber soll. Down. Smack. So, und diese Pusteblume. Ach, endlich. So, also nach oben. Wie kann ich die Pusteblume aktivieren? Weil ich hab noch eins anscheinend. Shift. Also du bist in der Luft und dann hältst du Shift gedrückt. Ach Shift, ich dachte Leertaste. Oh, nee, Shift. Herzlich Spaß umsonst.
Aber ich glaube, das war nicht gedrückt halten. Das war, du springst so, dann drückst du einmal Shift, stimmt, ne? Einmal drücken, das war, stimmt, einmal drücken. Das war das Gefälle hier, weil ich habe auch manchmal Shift gedrückt gehalten, mich gewundert, worum es nicht geht. Du musst wirklich, wenn stimmt. du dann runterspringst, dann noch einmal Shift drücken, einfach nur. Ja. Stimmt, ja, okay. stimmt. Oh, das ist so dunkel. Yoshi, wo bist du? Mach mal Licht. Hier, Licht. Also jetzt, daran sehen wir übrigens mal einen guten Maßstab, wie klein wir eigentlich sind. Das hier ist eine gewöhnliche Büroklammer. Ja, stimmt, stimmt. Das geht so groß. Deswegen meine ich ja, stellt euch mal statt dieser Spinnen, die wir jetzt gesehen haben, wirklich diese mega fetten Hausspinnen stellenweise vor, die es manchmal gibt, diese mega richtig großen schwarzen. Oh, mit diesen übertrieben langen Beinen, ey. Ja. Ja. Stell mal vor, wie das in deinen Nacken krabbelt, ey. Da krabbelt es nicht. Nee, ich glaube, bei der Größe, die wir haben, krabbeln wir eher der in den Nacken, ey. Ja. Und die gruselt sich vor uns. Ah. Ja. Mach das weg. Hey Yoshi, leuchte mal, ich sehe nichts. Yoshi. Menschenophobie? Ja, okay. Menschenophobie.